So, jetzt bin ich also an der Mündung. Jetzt sieht man auch das braune Wasser sehr gut, ne? Und das ist die Brücke. Links ist dann Deutschland Wasser billiger Brück. Jetzt weiß ich es auch, wie es heißt. Und rechts wäre Wasser billig, die luxemburgische Seite. Und hinten ist die Mosel. Genau, so ist das. Hier gehen viele immer zum Tanken auch. Hier hat es eine ganze Straße voll mit Tankstellen auf der luxemburgischen Seite. Ist ja doch ein bisschen billiger als in Deutschland. Ist natürlich der Vorteil hier entlang der Grenze. Sonntagsausflug machen, tanken gehen, spart man ein paar Euro. So, das ist also mein Wendepunkt hier. Habe ich jetzt kurz Pause gemacht. Und ich glaube, ich fahre jetzt doch auf der luxemburgischen Seite zurück. Ist ja dann doch noch ein bisschen was anderes dann. Tja.